Grüße euch. Ein paar Infos habt ihr ja schon für den 11.10. Denn da sind wir für euch in den USA, um Fahrzeuge einzukaufen. Und werden direkt vor Ort, wie schon gesagt, die Fahrzeuge vorstellen. Quasi live via Instagram, Facebook und Co. mit Bilder und Videomaterial. Wenn wir direkt vor Ort sind, werden wir die Fahrzeuge nicht über Scouts kaufen, sondern werden die direkt von den Besitzern kaufen. Denn erstens, kaufst du ein Fahrzeug über einen Scout, bezahlst du den Scout. Das wollen wir nicht. Und wir werden auch sozusagen abhängig von dem Scout und müssen das kaufen, was er da hat. Das wollen wir nicht. Wir wollen das kaufen, was wir wollen. Und wir wollen von den Besitzern kaufen, damit wir auch mehr Background von dem Fahrzeug bekommen. Die Fahrzeuge werden dann, wie gesagt, vorgestellt und wir werden die Fahrzeuge auch durchschauen. Denn in den letzten Jahren haben wir einige Fahrzeuge hier in Deutschland auf die Straße gebracht. Dementsprechend wissen wir, worauf es ankommt, worauf man schauen muss, um die Fahrzeuge hier umzurüsten, beziehungsweise was man dafür braucht. Wir haben auch einige Fahrzeuge restauriert. Dementsprechend bringen wir auch ein bisschen Technik-Background mit oder viel Technik-Background sogar in dem Bereich und können die Fahrzeuge auch direkt vor Ort in den USA technisch durchsehen. Das heißt, wir werden die Fahrzeuge technisch wie Fahrwerk, Gelenke, Motor, Getriebe, Antriebsstrang allgemein, Achsen hinten, Räder, Elektrik, Karosserie, Beleuchtung, Innenraum anschauen, und was nicht in Ordnung ist, wird für jedes Fahrzeug auf eine Liste aufgeschrieben. Denn wir wollen das Fahrzeug nicht nur anbieten im Schönen, also nur zeigen, was schön ist, sondern wir wollen auch zeigen, was nicht in Ordnung ist. Denn jeder, wo schon mit Oldtimer in Berührung kam, weiß, das sind alte Fahrzeuge. Die haben schon gelebt, die wurden benutzt, dementsprechend haben die Verschleiß. Und je nachdem, wie die gewartet wurden, sind da Teile defekt und kaputt und müssen ausgetauscht werden. Das wollen wir vorab schon sichtbar machen bzw. auswendig machen und schreiben das dann auf eine Liste drauf, damit der Kunde, der das Fahrzeug erwirbt, gleich weiß, was los ist. Wir werden die Fahrzeuge auch direkt im Land in den USA für den deutschen Markt anbieten. Das heißt, vor Ort werden wir die Fahrzeuge vorstellen und werden die auch in Deutschland gleich zum Verkauf anbieten. Das heißt, wir werden gleichen Preis haben für euch, für das Fahrzeug, bis zu euch direkt vor die Haustür. Das heißt, Verzollung, Verschiffung, alles ist schon inklu und ihr müsst nur warten, bis das Fahrzeug bei euch ankommt, inklusive der Liste, was zu machen ist am Fahrzeug. Oder ihr bucht bei uns noch als Paket zusätzlich die komplette Liste als Paket. Die können wir natürlich auch bereitstellen und würden die dann gleich mit dazu schicken. Sehr, sehr interessant für Selbstschrauber, denn ihr müsst die Fahrzeuge nicht zu Hause, wenn sie bei euch ankommen, dann erstmal durchschauen, was nicht in Ordnung ist und dann Stück für Stück Teile bestellen, sondern ihr wisst vorab schon, was los ist und könnt die Teile vorab schon selber besorgen oder über uns dann direkt miterwerben. Natürlich haben wir die letzten Jahre auch Fahrzeuge mit Werkstätten hier in Deutschland auf die Straße gebracht, auch selber auf die Straße gebracht. Dementsprechend können wir auch, wenn ihr bei uns ein Fahrzeug dann erwirbt, können wir euch Werkstätten, wir haben ca. 3 Partnerwerkstätten, können wir euch diese Werkstatt empfehlen und können auch gleich im gleichen Zug können wir auch sagen, was etwa an Kosten dazukommen, denn wir haben dann Kontakt mit der Werkstatt und können dann mit der Werkstatt sagen, hey, es geht um dies und dieses Fahrzeug, da ist das und das dran zu machen, und dann wissen wir gleich ungefähr, was es kostet und können dann euch direkt auch sagen, was das ungefähr so kosten würde. So ungefähr die Vorabinfos für USA drüben. Wenn das für euch interessant klingt, dann bleibt dabei. Weitere Infos werden folgen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns.